Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Kryptografie. Heute geht es um Einmalsignaturen über dem RSA-Problem, also mit Hilfe des RSA-Problems sozusagen. Wir nehmen also an, dass das RSA-Problem schwer ist und deswegen können wir uns RSA-Einmalsignaturen bauen, so wie eben letztes Mal, nur dieses Mal mit RSA statt D-Log. Okay, im Übrigen, das RSA-Problem ist so lange noch schwer, solange wir noch keine Quantencomputer haben, zumindest vorläufig, solange niemand einen besseren Algorithmus findet, was ich nicht glaube. Aber sobald Quantencomputer da sind, haben wir da ein Problem. Deswegen gibt es da auch schon einige Alternativen dazu zu RSA, wie zum Beispiel eben D-Log. Das wird wahrscheinlich nicht gebrochen werden mit Quantencomputern. Man weiß es aber nicht so genau. Gut, was ist das RSA-Problem? Ganz kurz nur, habe ich euch ja im Prinzip alles schon mal erklärt in den vorigen Videos. Deswegen nur kurz eine kleine Wiederholung. Und zwar, wir nehmen einfach mal an, wir haben ein E aus den natürlichen Zahlen, also ganze Zahl größer, wobei ich schreibe das größer 0 mal direkt hierher, größer 0, im Prinzip sogar größer 1 und um genau zu sein auch größer 2, denn es muss gelten, dass E und also der größte gemeinsame Teiler, falls ihr das noch kennt, das ist, ja, was eben der größte gemeinsame Teiler ist, zwischen E und Phi von N. Wobei Phi von N hier, das werde ich euch gleich noch zeigen, was Phi von N ist, dass der größte gemeinsame Teiler von den beiden Zahlen 1 ist. Und Phi von N ist P minus 1, Q minus 1, Q minus 1. So, und Q und P kommen zustande, das sind beides sehr, sehr große Primzahlen, die N zusammensetzen. N ist P mal Q. Und das ist im Prinzip alles, was wir brauchen. Dann haben wir noch ein D, das ist E hoch minus 1. Modulo, Achtung, jetzt wird es interessant, Modulo Phi von N und nicht N. Die anderen Sachen sind alle nur Modulo N. E ist sogar normalerweise größer als N. Und ja, das RSA-Problem sagt jetzt Folgendes. Für ein Y, was zufällig ist, also random, ist es schwer, ein x zu finden, finde x, mit x hoch e gleich y, modulo n. So, das ist quasi das RSA-Problem. Es ist schwer, modulo n die e-te Wurzel von y zu ziehen, weil e kann auch größer sein als n selbst. Und ja, im Prinzip ist das alles. D, das ist eben das große Problem, dass man Phi von N nicht kennt. D berechnet sich aus E hoch minus 1 modulo Phi von N. Wenn man D kennen würde, dann wäre es scheinbar recht einfach. Und ja, generell hier das Faktorisieren würde uns natürlich stark helfen. Wenn wir N faktorisieren könnten, dann könnten wir P und Q rausfinden. Damit könnten wir Phi von N berechnen. Damit könnten wir schnell D berechnen und damit könnten wir dann hier das Problem lösen. Können wir aber nicht, ist alles also safe. Gut, das ist das RSA-Problem, darauf basiert das Ganze. Jetzt zu dem Algorithmus oder zu dem Signaturverfahren, zu den drei Algorithmen. Wie kann ich das Ding hier übrigens brechen trotzdem? Ich kann D einfach brute-forcen, dann kann ich das hier auch berechnen. Aber ja, macht man normalerweise nicht, weil es eben ewig dauert. Okay, so. Also, was passiert jetzt bei Gen, Sign und Verify? Ich mache hier mal ein bisschen Space rein. Und bei Gen, Sign und Verify werden wir jetzt einfach dieses Problem versuchen, irgendwie in ein Signaturverfahren zu stecken. Und das geht folgendermaßen. Bei Gen definieren wir uns erstmal N als PQ, ein E größer 2 hoch N und Prim. Das bedeutet, dass der größte gemeinsame Teiler, der GGT, von E und Phi von N offensichtlich 1 sein muss. Denn wenn E prim ist, dann wird hier offensichtlich in einer kleineren Zahl, weil N ist, also E ist ja größer als N, weil N genau N Bits hat. Das heißt, N, also groß N hat klein N Bits. So, das bedeutet aber, dass P und Q offensichtlich kleiner sein müssen als N. Und das bedeutet dann auch, dass hier eben Phi von N kleiner ist als E. Und da E prim ist, haben wir offensichtlich hier den größten gemeinsamen Teiler auf 1 gesetzt.
Ja, das ist im Prinzip alles, was wir hier brauchen. Dann definieren wir uns noch ein D. Im Prinzip das, was ich gerade schon mal gemacht habe. Ein D als E. Nach oben. Hoch minus 1. Achtung, wichtig. Modulo Phi von N. So, das Phi von N ist wirklich extrem wichtig, sonst wäre das Problem nicht schwer. Gut. Dann definieren wir uns J und C zufällig aus Z, Z modulo N. Ups, groß N. Das bedeutet aus den ganzen Zahlen von 0 bis N minus 1. Also von 0 bis N minus 1. Da kann ich eigentlich ein Ist-Gleich hinschreiben. So. Dann haben wir Folgendes. Wir sagen, wir wollen den Public Key, fangen wir mit dem an. Public Key setzen wir auf den Modulus N, dann E und J kommt rein und C kommt rein. Also die zufälligen Zahlen dieses Mal auch. Und das Einzige, was im Secret Key drin steckt, ist D. Das ist im Prinzip alles. Jetzt denkt ihr wahrscheinlich, WTF, warum brauche ich hier diese ganzen verdammten Zahlen? Machen wir alles gleich, ist nicht so schlimm. So, was macht der Sign-Algorithmus? Der Sign-Algorithmus macht Folgendes. Er berechnet uns ein Sigma als... Übrigens, es tut mir leid für die, die jetzt hier gerade tatsächlich stark in der Mathematik drin sind. Hier müsste theoretisch ein 3 mal ist gleich stehen, also 3 Striche. Aber das kann ich leider mit meiner Tastatur nicht so ohne weiteres machen. Und deswegen lasse ich es einfach mal so. Das ist schon in Ordnung. Da würde ich auch wahrscheinlich viele einfach nur verwirren. Im Prinzip bedeutet das nur Äquivalenz modulo n. Also da wir hier im Modulus rechnen, bräuchte man theoretisch das 3er ist gleich. Aber ja, mein Gott. Okay, c durch j hoch... Ups. Ah, was habe ich jetzt getan? Hoch M, also die Nachricht M. Ich schreibe hier gerade nochmal hin, was wir hier bekommen. Wir bekommen den Secret Key und wir bekommen die Nachricht M. Sigma berechnet sich dann als C geteilt durch J hoch M. Was ein Public Key ist, können wir überall als gegeben annehmen. Das ist kein Problem. Und das hier machen wir jetzt hoch D. So. Und natürlich rechnen wir die ganze Zeit modulo n. Also wenn irgendwas größer ist als n, dann wird wieder bei 1 angefangen. Also quasi, wenn ich bei n minus 1 bin und plus 1 rechne, dann lande ich wieder bei der 0. Wenn ich dann wieder plus 1 rechne, bei der 1 und so weiter und so fort. Gut. Modulo phi von n bedeutet dasselbe, nur dass ich eben nur Zahlen bis phi von n minus 1 drin habe. Okay. Wenn ich jetzt hier verify machen möchte... Verify von Public Key. Entschuldigung, ich war schon einen Schritt weiter. Public Key, die Nachricht kommt rein und Sigma kommt auch rein. So. Dann passiert Folgendes. Ich überprüfe, ob mein C gleich ist wie J hoch M, also der Nachricht. Nein, ich möchte eigentlich nicht hier raus. Ich möchte eigentlich noch ein bisschen weitermachen. J hoch M, Sigma hoch E. So, und das Ganze logischerweise wieder die ganze Zeit modulo N gerechnet. Warum ist es jetzt korrekt? Also wenn ich das hier überprüfe, hier sollte ich zwei Gleichheitszeichen schreiben. Warum ist es in Ordnung, wenn ich das so überprüfe? Rechnen wir doch einfach mal kurz nach. Das ist jetzt wieder mal der Correctness-Beweis und der Sicherheitsbeweis. Den werden wir im übernächsten Video, Vorsicht, nicht im nächsten machen, weil dafür brauchen wir noch Shamirs Trick, so heißt das Ding, und den werde ich euch dann im nächsten erklären. Okay, warum ist das jetzt in Ordnung? Naja, ich kann ja einfach mal wieder hier diese Gleichung kopieren. Dieses Modulo N spare ich mir jetzt zu kopieren. Das denken wir uns einfach überall jetzt dazu. Hier, J hoch M, Sigma hoch E. Was ist denn Sigma? Naja, Sigma ist das hier und das werde ich jetzt einfach mal hier einsetzen. Also C durch J hoch M hoch E. Naja, Vorsicht, ich habe hoch D vergessen, tut mir leid. Wollte ich eigentlich noch, nein, das E bleibt da. Jetzt. Okay, diese zweite Klammer möchte ich ganz gerne tatsächlich noch behalten, deswegen habe ich die drin gelassen. C durch J hoch M hoch D und das Ganze hoch E. So, jetzt haben wir aus den Potenzregeln gelernt, ich kann das Ganze auch einfach hier multiplizieren und als DE hinten dran schreiben. Wobei DE, D
ist e hoch minus 1. Also, was passiert? D ist e hoch minus 1, naja, es kürzt sich weg. Das heißt, wir haben hier 1 stehen und irgendwas hoch 1 ist offensichtlich die Zahl selber. Und dann steht hier j hoch m mal c durch j hoch m, wobei sich dann j hoch m offensichtlich rauskürzt. Und wir haben nur noch c gleich gleich c dastehen, wenn es eine gültige Signatur ist. Das heißt, die Correctness ist gegeben. Nächstes Mal gibt es dann, wie versprochen, Charmiers Trick. Lasst Like da, wenn es euch gefallen hat. Und ja, das hoffe ich doch tatsächlich. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.